Ich bin Dominik von Backcountry Expeditions. Das ist der Eli, bleib mal hier. Geh mal wieder schön rein. Ja, das ist der Eli. Und dieses Video dürfte mein persönlicher Dank an den Samuel werden, der mir hier gestern etwas per Post zukommen lassen hat. Es war mal wieder soweit, ne? Ich freue mich. Ich hatte ja auch gesagt, jeder, der uns etwas zukommen lässt, kommt ins Fernsehen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht der alleinige Anspruch ist, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es ja natürlich sehr positiv für uns. Und zwar beim letzten Mal hatten wir ja den Fred von den Stefan. Davor hatten wir den Björn und dafür natürlich nie unvergessen, darf man ja sagen, unsere beste Abonnentin der Welt, das Marönchen, ja. Und jetzt haben wir hier etwas vom Samuel erhalten. Auch hier in diesem Fall hat er mir vorher kurz eine E-Mail geschrieben, dass das Paket losgeschickt wurde. Ich habe dann parallel, zum Glück hat es diesmal auch funktioniert ganz gut mit DHL, dass es mir in der App angezeigt hat, sie kriegen ein Paket und damit habe ich es dann gleich bei mir in die Ablagebox umleiten lassen, also in meine Briefkastenbox sozusagen. Hat also alles funktioniert, es ist sicher angekommen und man sieht es auch schon von außen. Wer die Marke kennt, da geht man, also da freut man sich, wenn man so einen Karton bekommt, weil das heißt natürlich assoziiert mit Bio irgendwo, ja. Also das muss jetzt natürlich nicht heißen, dass das da drin ist, aber erstmal erweckt es natürlich einen sehr positiven Eindruck, für mich zumindest, wer es kennt. Ansonsten hat er mir gesagt, es ist was Leckeres und was Praktisches drin, ja. Da sind wir sehr gespannt. Praktisch übrigens könnte ich gerade ganz gut gebrauchen, ein paar Rundösen oder Schraub-O-Ringe, wie man das immer nennen mag, ja, mit einem langen Holzgewinde, die ich bei mir wieder in die Wand zimmern kann, um meine Wäsche aufzuhängen. Dann ist es gerade extrem eng bei mir geworden mit dem ganzen, mit dem Nähpark, den ich mir eingerichtet habe, dass ich meine ursprüngliche Wäscheleine nicht mehr nutzen kann, sonst tropft es mir praktisch auf die Nähmaschinen. Ja, da bin ich jetzt. Das sind so die Problemchen eines Single-Haushaltes im Tiny Wooden Forest Home. Ja. So, du bist hier, Eli, bist du schön live mit dabei und ich habe mir jetzt nämlich auch ganz optimistisch ich mich hier hingesetzt und es wird, ihr seht ja schon, ein Unboxing. Ja? Ich hatte überlegt, ob wir jetzt dafür aufs Feld müssen, ein bisschen mehr Platz, aber das Paket macht noch einen ganz überschaubaren Eindruck, ja, nicht so wie diese beiden Großen, die hier, ich denke, das kriegen wir hier also hin. Beim letzten Mal war es kein Unboxing, beim Fred und Stefan, hatte ich ja erklärt, bei dem Fred, das waren drei Sendungen und da wusste ich, konnte ich jetzt nicht zuordnen, welche ist jetzt vom Abonnent, woher kommt das, ne? Also da war es nicht ganz klar und dann hatte sie es mit dem Stefan zusammen angeboten, natürlich, dass wir das genauso machen. Ich hatte es vorher schon aufgemacht. Dieses Paket, wie gesagt, ist noch ungeöffnet. Ich will jetzt die Oberseite nicht in die Kamera halten, weil natürlich Adresse draufklebt, ja? Und jetzt muss ich auch feststellen, bei dem letzten Öffnen meiner Pakete, ich muss ja leider auch sehr viel bestellen für meine eigenen Produkte, dass ich irgendwann tatsächlich jetzt, ich sehe zum allerersten Mal hier die Schneide, das heißt so ein kleines Review nebenbei mal, ja, mein Spyderco Max damit, was ich hier habe, hatte ich ja irgendwann mal ein Review zu gemacht, ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange ich es jetzt habe. Habe ich es jetzt schon 2 Jahre in Benutzung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber jetzt zum ersten Mal wird der Max damit stumpf. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Dafür dürfte es in jedem Fall noch reichen. Wir sind hier vorsichtig. Ja? Aber es lässt sich kein Haar mehr mitschneiden. Das ist zumindest so. Wunderbar. Oh, es gibt sogar... Hier ist die Adresse. Wunderbar. Ja, da guckt sie, die Linse, ne? Da guckt sie. Es gibt ein Anschreiben dazu. Ja? Schauen wir mal nach. Sieht nach einem Brief. Oh, ein Mehrzeiler, ja? Ich weiß immer nicht, ob ich das vorlesen darf oder nicht, ne? Weil es könnte ja auch etwas drinstehen. Versteht, jetzt muss ich es erstmal für mich kurz.
wird den Ernstens können wir uns lesen, ja. Also mindestens das kann ich mal vorlesen, ja. Hier eine kleine Aufmerksamkeit für dich, die dir hoffentlich hilft. Vor Ort brauchst du natürlich nichts im Video zeigen, falls du eins machst. Ja, hallo, mache ich. Was du nicht für passend hältst. Ja, das würde jetzt natürlich bedingen, dass ich das vorher auskrame. Und ich, was ist natürlich ein Unboxing, würde ich jetzt mal so sagen, dass das ein Überraschungspaket ist. Ich weiß also nicht drin, was drin ist, ja. Aber ganz ehrlich, damit ist mir ja grundsätzlich nichts unangenehm oder peinlich. Ja, also wenn jetzt hier einer Gummipuppen oder sonst was reinlegen würde, dann würde ich sagen, hey, tolle Sache, ne? Das würde ja lediglich auf den Absender zurückfallen. Also von daher sollte sich jeder überlegen, was er mir schickt. Denn wie man sieht, ja, das kann hier auch nach hinten losgehen möglicherweise. Leider habe ich nichts für den lieben... Ich lese es jetzt also denn doch tatsächlich mal vor, weil ihr seid ja interessiert, wenn man das jetzt mal wortwörtlich, ja? Leider habe ich für den lieben Ila nichts mehr Passendes gefunden. Nach unten, Smiley. Ila, hast du gehört? Du bist ganz umsonst rausgekommen. Das ist traurig für dich, ne? Kriegst du nachher drin was für einen Schmack? Man muss allerdings auch dazu sagen, der Ila hatte... Ich habe jetzt noch einen vom Fred, glaube ich. Noch einen müsste noch über gewesen sein. Doch, der war noch vom Fred, diese Chicken-Dinger. Und den habe ich natürlich immer noch von unserer besten Abonnenten. Das von Björn war alles schon weggefuttert, logischerweise, die leckeren Würste, ja. Aber das davor, da habe ich tatsächlich noch ein bisschen was drin. Also dem Eli, selbst wenn ich nichts mehr zu essen habe, da könnt ihr drauf wetten. Eli wird der Letzte sein, der hier überlebt, was das Futter angeht. Der kommt also definitiv nicht zu kurz, das darf ich so schon mal sagen. Auch wenn er, das muss ich aber auch ehrlich zugeben, seit letztem Jahr tatsächlich weniger bekommt, ja. Gut, ich weiß leider nicht, ob du was mit... warte mal, nee, das ist ja auch Quatsch, weil jetzt sehe ich gerade, wir gucken uns das hinterher an. Machen wir das so, weil er geht jetzt auf den Inhalt drauf ein und das wäre ja jetzt, glaube ich, ein bisschen... da wäre die Überraschung weg. Da wissen wir nicht mal, was dabei liegt, ja? Denn ich überlese, ich überfliege das hier mal ganz kurz. Ja, also, der Samuel, wir gucken rein, machen wir es so. Ja? Das ist immer was, ihr seht immer was anderes. Ja? Sonst ist eine liebe Karte drin, zwei Sätze, da steht praktisch nichts zum Inhalt drauf. Oder es ist nichts drin. Jetzt haben wir sozusagen eine Inhaltsbeschreibung, da würde ich das jetzt mal weglassen. Aber zumindest das weiß ich jetzt schon mal so von mir, was mich so ungefähr zu erwarten hat. Ja, ihr seid jetzt schon ein bisschen hinten dran, entschuldigt, ja. Gut, wir werden das, es ist ja sicher eingepackt, seht ihr hier, ja. Man könnte also schon meinen, dass Glas mit dabei ist, ja. Werden das mal, Verpackungsmaterial kann ich übrigens auch immer sehr gut gebrauchen für die Dinge, die ich so verschicke, ja. Da ist das nicht verkehrt. Den packen wir mal hier hin. Haben wir noch? Ja, haben wir noch. Ne? Ich muss noch meine Uhr laufen lassen, weil die Kamera, das ist gerade auch ein Riesenproblem, muckt in der letzten Zeit schon tatsächlich rum bei mir. Ja, ist ja jetzt so meine alte Spiegelreflex. Und ich glaube, es wird, also wenn ich irgendwann keine Videos mehr machen kann, dann wisst ihr Bescheid, Kamera ist kaputt. Na, was soll ich dazu sagen? Ich hatte Zuschauer meiner Abenteuerreportage, hier kleines Feedback dazu. Mir ist ja die Kamera, die andere, die ich hatte, ja, ich hatte ja zwei Nikon D810, auch schon sehr alte Modelle, habe ich ja zurück eingeschickt zum Nikon Service, weil das haben wir ja live erlebt, sie unterwegs praktisch. Softwarefehler hat sich aufgehangen, Technik, irgendwas durchgebrannt, ein Elektronikfehler, zumindest der nicht mehr reparabel war. Die habe ich nach der Tour eingeschickt, direkt als ich wieder zurück in Deutschland gewesen bin. Ja, also das heißt im November, Anfang November. Wir haben jetzt Ende Januar. Ich habe sie immer noch nicht wieder. Ja, also halten wir kurz fest, Dezember, Januar, es sind jetzt in jedem Fall über 2 Monate her, wo ich auch nichts gehört habe, ja, vom Nikon Service. Und vorher, muss man dazu sagen, ich habe vorher einen Kostenvoranschlag bekommen, was das Ganze kostet, exorbitant hoch, auch das hatte ich vorhergesagt. Man hat mir da schon suggeriert, dass eigentlich noch mehr kaputt, dass noch mehr zu machen sei, als ich eigentlich wusste. Damit wollte man mal wieder hier den machen, mir also Reparaturen aufbringen. Ist wie in einer Werkstatt mit dem Auto, kennt ihr ja. Also die Bremse müsste man eigentlich auch noch mitmachen. Hm, natürlich. Und da war ich schon nicht besonders begeistert und ich hatte es vorher gesagt, noch so spaßenshalber, na, wer weiß, wann ich die wiederkriege. Tja.
ist unfassbar. Sobald das Ding zurück ist, werde ich in jedem Fall, haben wir noch nie gemacht auf diesem Kanal, aber werde ich auch mal ein Review machen über, wir gucken ja, was bei raus ist, deswegen will ich noch nicht gewissen sagen, sofern ich es irgendwann wieder bekomme, werde ich das in jedem Fall erwähnen und dazu mal eine Rezension machen, denn ich hatte in den letzten über 10 Jahren schon mehrfach Kameras immer wieder in die Reparatur, Instandsetzung schicken müssen. Ja. Gut, wir hoffen also, dass diese jetzt hier das übersteht. So, und dann haben wir jetzt hier, kommen wir zurück zum Samuel natürlich. Wir haben hier zwei Paketchen. Ich würde mal alles auspacken. Wir legen das erstmal hier hin, damit man das so schön übereinander blicken kann. Und dann haben wir hier, dann haben wir hier Honig. Das ist in jedem Fall Honig, hat er super sicher verpackt hier, da kann nichts anbrennen. Und die hat er natürlich auch schon in dem Kärtchen beschrieben. Gucken wir uns gleich an, was es ist. Und wir packen erstmal alles aus. Und ich sag's dann. Und das ist denn, dürfte es denn auch gewesen sein? Ja. Ah, das ist ein schöner Karton. Also da freue ich mich schon, dass ich den tatsächlich zum Verschicken nehmen kann, weil der schön stabil ist, ja. Akkurat. Und auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht zu dem passt, was hier drauf steht, soll keine Werbung sein, ja. Also daher rührt, ne? Das sind offensichtlich andere Produkte, ist es aber dennoch, denke ich, aus dieser Sparte. Das heißt, was Gesundes zum Essen. Ja, also wir vermuten mal. Fangen wir mal mit dem Honig an, den er hier hat. Und da hatte doch was für ein Eli, ne? Wie ihr festgestellt habt. Ja, also ist ja nicht so, das war das. Aus dem Odenwald übrigens, das Paket. Da, so viel darf ich ja schon mal sagen. Ja, das heißt hier, ich will jetzt hier keine Namen nennen, weil das haben wir sonst auch noch nicht wirklich gemacht. Ja, fangen wir nicht an, aber es ist zumindest ein super interessanter. Es ist ein Waldhonig, der hier in jedem Fall auch aus dieser Region kommt. Das heißt, was Regionales vom Samuel. Odenwälder Presshonig. Ja, das klingt interessant, ja, mit Wachsstücken der Bienenwabe. Ne, und dazu hatte der Samuel geschrieben natürlich bezüglich Propolis, habt ihr bestimmt schon mal, also wer Honig ist, der weiß das ein bisschen davon, ne, über den über die heilende Wirkung. Und ich hatte mein erstes Propolis damals gegessen, wenn ich mich recht entsinne. Nee, wartet mal, das erste war es nicht, aber zumindest ist das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Und das war in Rumänien. Da, das war eine Tour gewesen, die war sehr interessant, muss ich sagen. Ja, auch das Ende war extrem abrupt und, na gut, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Zumindest habe ich in einem kleinen Dörfchen, sind wir durchgefahren, und stand ein Mütterchen, so wie man das kennt, mit Kopftuch und schöner Kittelschürze, saß am Straßenrand, hat so einen Holztisch gehabt und stand Gläser so drauf. Ja. Dachte ich mir, ey, da hältst du mal an, guckst mal, was das ist. War Honig gewesen und die hatte auch alles in ganz einfachen Glas, also nicht so schick mit Etikett oder so, sondern einfache Glasbehälter, ja, sozusagen, wie wenn man zu Hause irgendwas macht, wo man das gerade weggefunden hat. Das sah, wahrscheinlich hätten viele gesagt, oh nee, also das entspricht nicht meinem Hygienestandard. Ja, aber die hatte einen riesen Sack Propolis dazu stehen, alles so in Plaste- und Papiertütchen abgefüllt irgendwie. Ne? Und da habe ich die Preise gesehen, was sie dafür haben wollte. Da habe ich erst gedacht, da fehlen, also jetzt umgerechnet von den rumänischen, habe ich gesagt, da fehlen ein paar Kommas oder da hat sie die Zahlen falsch gesetzt oder sonst irgendwas. Nein, das war tatsächlich, ich will es jetzt nicht in die Kamera sagen, aber die hat das praktisch fast verschenkt. Ja. Wenn die wüsste, was das hier kostet oder was es grundsätzlich auf dem Markt wert ist. Ja, ich habe mich natürlich ordentlich eingedeckt und habe dann jeden Tag ordentlich gelöffelt von Propolis. Ja, war eine leckere Sache, sowas bleibt in Erinnerung. Und dann sieht man ja, man denkt jedes Mal wieder, wenn man was bekommt, an interessante Erlebnisse auf Touren. Und darum geht es ja eigentlich im Leben, etwas zu erleben, ja, was in Erinnerung bleibt. Und das hier ist ein Kornblumenblütenhonig. Kornblume, ich weiß nicht, ob der Samuel das weiß, habe ich das irgendwo mal erwähnt, ist natürlich meine Lieblingsblume. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jeden Frühjahr, also das heißt Frühsommer, geht ja bei uns im Mai ungefähr los, ja, bis in Ende Juni rein, sind praktisch alle Felder ringsrum alles blau. Ja, auch in den Feldern, das heißt die Kornfelder, nicht zu verwechseln mit der gemeinen Wegwarte, das heißt, dass die so, für den einen oder anderen sieht sie ähnlich aus, ist auch blau, wächst auch am Wegesrand, sondern ich meine wirklich die Kornblume. Auch nicht zu verwechseln mit der Bergflockenblume, das ist sozusagen das Kleingärtner-Pendant, was so ein bisschen nach Pfirsich riecht von der Blüte her. Ja. Die Kornblume ist die filigrane, ungefähr so hochwachsend mit dem blauen Ding, ist sehr schönes Ding eigentlich. Vielleicht blende ich mal ein Foto ein. Hier. Ja.
Gut, also wir haben hier zweimal Honig und der Samuel hatte geschrieben, das kann ich jetzt, jetzt können wir es ja vorlesen, zu dem Part Honig. Ja. Kriegen wir das zeitlich, haben wir? Ja, das kriegen wir mal fix hin. Ich muss immer, wie gesagt, die Kamera ist ja alt, ne? Und deswegen muss ich immer alle 19 Minuten länger filmte nicht auf, die Videoverlängerung drücken. Wir hatten das. Ja. Heilmedizin für Halsschmerzen oder Wunden im Mund. Für den Honig ist das, kann man es auf die betroffene legen, auf die betroffene Stelle legen. Und ja, das ist natürlich logisch. Natürlich kann ich damit etwas anfangen. Das ist ja genau das Richtige. Ja? Also hier haben wir jetzt, ach so, entschuldigt, ich wollte den Geschmack haben wir jetzt fast verlesen, weil das hat er nämlich auch noch geschrieben. Ich glaube, er hatte gesagt, etwas also ich lese es jetzt einfach mal wortwörtlich vor. Ja, jetzt wird es ja schon, wir kommen ein bisschen sonst verrückt. Ja? Ich weiß leider nicht, ob du was mit Propolis anfangen kannst, aber für mich ist das alles, ist das ein kleiner Alleskönner, dann natürlich eine Heilmedizin. Bei Halsschmerzen oder Wunden im Mund legt sich eine schützende Wachsschicht über die betroffene Stelle. Außerdem liegt ein Bienenwachsblock dabei, den du vielleicht gebrauchen kannst. Ah, jetzt habe ich doch wieder was verraten, was wir noch nicht wussten. Ja? Der Odenwälder Presshonig ist ein spezieller Melizitosenhonig, von dem du bestimmt schon einmal gehört hast. Nein, habe ich leider tatsächlich nicht, muss ich sagen. Also ich oute mich jetzt, bin aber auch ehrlich und sage nicht, oh ja klar, kenne ich. Habe ich tatsächlich noch nichts von gehört. Von daher ist es natürlich für mich umso interessanter. Mal was Neues. Ja. In jedem Paket war bis jetzt übrigens etwas Neues, was ich noch nicht kannte. Ja. Und da sehen wir, dazu muss man nicht irgendwo ins Ausland fahren, um was zu kriegen. Wir können im einen Land immer noch genug entdecken. Ja. Wir haben auch hier Dinge, die wahrscheinlich woanders definitiv nicht bekannt sind. Ja. Ja. Er wird aufgrund seiner Härte Zementhonig genannt, das steht auch drauf, dabei spielen Läuse eine wichtige Rolle. Ich liebe diesen Honig aufgrund eben dieser Konsistenz und seines herben Aromas. Für mich hat er geschmacklich ein leichtes Räucheraroma. Ja, das ist, klingt jetzt natürlich sehr interessant und das würde ich denn jetzt auch mal austesten. Dazu habe ich jetzt leider keinen Löffel hier, ja, aber ich möchte dem Samuel natürlich auch ein Live-Feedback geben, sofort, ohne dass wir jetzt warten. Ich renne jetzt nicht nochmal rein, denn ich habe die Belichtung schon immer hochgestellt. Wir haben schon... Ah, das kriegen wir so auf? Kriegen wir das so auf? Ja, ja, das kriegen wir so auf. Es wird gleich dunkel. Ja? Wir verschwenden jetzt hier keine lange Zeit. Deswegen muss ich mich auch ein bisschen beeilen, sonst sitzen wir hier wieder im Finstern und sehen nichts. Ja, Eli, das sieht nach einem Schmacko aus, ne? Müssen wir mal riechen? Da... Ja, ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Gucke mal. Oh. Das ist lecker, ne? Also in jedem Fall, was finden wir dabei? Ila kriegt natürlich immer einen Hapuschmacko ab, das heißt ein Brot. Und ich werde das jetzt mal ganz pflegelhaft hier in der Kamera lecken. Ich muss doch das Messer nehmen, es ist zu hart. Denn ich habe das Paket vorsichtshalber bei mir im Flur zu stehen gehabt. Das heißt auf meiner 1 Quadratmeter Eingang der Hütte. Und weil ich ja wusste, es sind Esswaren drin. Ne? Jetzt natürlich ein bisschen... habe ich kein gutes Gefühl mit der Messerspitze. Was war man da jetzt? Hier sind Stacheln dran, ne? Aber das ist egal. Das ist egal, wir nehmen lieber das hier, anstatt dass ich mir das Messer am Mund stecke. Das wäre nicht so clever. Ja, in jedem Fall sehr aromatisch. Er sagt rauchig, das ist tatsächlich so, malzig, würde ich sagen, sehr, man kann nicht sagen herb, das auf keinen Fall, aber ich muss noch mal, dunkel schmeckt da fast schon, so ein bisschen wie Mittelalter, wisst ihr, wenn er mal auf so metmäßig, jetzt fällt es mir ein, in die Richtung geht ja so ein bisschen. Ja, genau. Und dabei bleibt es jetzt auch. Ja, das wird nicht was anderes, bin ich mir sicher. Ganz interessant. Und er schmeckt tatsächlich gesund. Geht so ein bisschen wie Medizin. Ja, das hat ja auch dieser Met. Wir hatten zu DDR-Zeiten mal einen Hustensaft. Es gab, glaube ich, damals nur einen Hustensaft. Der war in so dunkelgroßen braunen Flaschen. Ich glaube, ein Liter war das irgendwie. Und den habe ich als Kind super gern getrunken. Der war zuckersüß. Ja? Und der hatte so ein bisschen auch so ein malziges Aroma. Ja?
darfst du heute gar keinen mehr so trinken. Hustensaft in Massen getrunken. Denn das war keine Chemiepumpe, sondern das war irgendein, also bestimmt in dem Fall, also klar war Chemie drin, weil irgendein Zucker, Industriezucker, ne? Aber zumindest bin ich mir sicher, dass es nichts mit dem von heute zu tun hat. Sowohl geschmacklich als auch von den, und der hat geholfen, der hat wirklich geholfen. Ja. Also der ist sehr interessant. Der ist in jedem Fall genauso, wie ich beschrieben habe, stimme ich dir einwandfrei überein. Da sind wir uns einig, ja, was das angeht. Oh, die Kornblume. Kornblume ist natürlich immer ein bisschen gelber. Ja, das kennen wir schon. Also das ist typisch für Kornblume. Und der ist total fest. Das kannte ich so bei Kornblume tatsächlich gar nicht. Mein Kornblume war so ein bisschen kristalliner, genauso wie dieser Waldhonig hier war. Ja, dafür kenne ich einen Waldhonig kristallin. Gibt es natürlich auch. Also was ganz anderes. Ihr seht das schon. Ja, gar nicht so typisch, wie ich erwarte oder wie ich das kannte. Der Waldhonig ist hier sehr kristallin, was ich eher so für einen Wildblütenhonig kenne. Und die Kornblume ist hier sehr fest. Ja, wo ich werde mich in jedem Fall mal informieren mit dieser Honigherstellung, was er mir dabei geschrieben hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der Erzeuger dazu einiges zum Besten gegeben hat, weil das ja doch ziemlich... Und müsste jetzt eigentlich zwischendurch ein bisschen was trinken, damit ich weiß, ja. Zu einer Weinverkostung sollte nicht gehen, wahrscheinlich. Oh, oh. Und das ist ja. Die haben beide etwas gemeinsam. Die haben beide diesen, ich will nicht sagen Metgeschmack, aber wisst ihr, was ich meine? Dieses. Der ist malziger, der ist dunkler, der ist in jedem Fall süßer. Und wir machen jetzt schon eine richtige Honigverkostung, ja. An alle Imker, immer her damit. Ja? Ich freue mich, wahnsinnig. Honig ist meins, hundertprozentig. Ich hätte auch Bienen, ja, hatte damals mal Schwiegeropa, schon länger her, Ex, ja, ist, der war Imker und dem sind leider alle Bienenvölker durch den Pilz gestorben. Ja, war alle weg. Das war tragisch. In Brandenburg war das damals. Der hatte schön Waldhonig gehabt. Ja, also der legt sich richtig breit im ganzen Mundraum aus. Der ist so ein bisschen, der ist, wie man das schon sieht, sehr zäh, sehr klebrig und, oh, aber extrem, extrem aromatisch. Den Kornblumenkönig, den ich sonst kenne, muss ich sagen, der ist allerdings auch nicht regional, aber es ist deutscher. Der ist deutlich milder. Und der hier, der hat ordentlich, mein lieber Scholli, also, der haut rein. Da kriegst du schon einen am Senderfass von. Kann man das so sagen? Wunderbar. Man muss dazu sagen, ich habe heute auch noch nichts gegessen. Ja? Das werde ich mir jetzt also gleich als sozusagen sehr spätes Frühstück, darf man das so sagen? Ich bin ganz ehrlich zu, ich bin momentan auf eine Mahlzeit am Tag runter. Ja? Und die findet in der Regel abends statt. Was soll ich dazu sagen? Ja, ja, okay. Also sehr lecker, die Nummer. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier drin haben. Das könnte eventuell der... Ah, nein, das ist noch das andere. Wir ziehen... Ich weiß natürlich schon, was drin ist. Und wir skippen das und schauen, was hier drin ist. Da hat er gesagt, dass möglicherweise ein Stück Wachs ist. Ja, was... Bienenwachs. Und Bienenwachs kann ich natürlich in jedem Fall gebrauchen. Und möglicherweise hängt das mit dem hier zusammen. Wir schauen uns das gleich mal an. Ja, also wenn es denn jetzt Bienenwachs ist, hatte... Ja, es ist Bienenwachs. Akkurat. Akkurat. Das heißt, Samuel hat in jedem Fall gute Beziehung zum Imker, wenn ich das so sagen darf. Oder er ist selber Imker. Ich weiß es nicht. Ja, wobei ich glaube, dann hätte er es wahrscheinlich auch geschrieben und dann hätte ich eine Visitenkarte vom Imker gehabt. Ja, das ist, so wie man das auch kennt. Auch ich bestelle regelmäßig Bienenwachs. Ja, aus deutscher Produktion natürlich. Also, das hofft man zumindest. Ja, und... Und das benutze ich, wofür natürlich, jetzt kommt es, aber jetzt müssen wir das zweite Paket aufmachen, es hat, also es ist, das ist hier ein reines, bis ein, warte, da können wir noch dazwischen grätschen, Walnüsse haben wir hier noch, ne? Und das ist, jetzt könnte genau aus diesem Zusammenhang hier kommen, ja, man weiß es nicht, also es ist zumindest ein Bioprodukt, darum geht es ja, und Walnusskerne sind immer lecker, das passt auch geschmacklich alles wunderbar zusammen, denn natürlich, also wer das kennt, Walnuss mit Honig harmoniert sehr gut und ich hatte schon mal einen Honig mit Walnüssen drin, das war ein italienischer gewesen, ich bin der Meinung, das war eine Edelkastanie gewesen, habe ich aber direkt unten gekauft, war, die Tour war...
2019, wenn ich mich recht entsinne, da bin ich einmal durch die Westalpen gefahren. Das heißt, das Zweiländereck, Frankreich, Italien. Und super schöne Kastanienwälder sind wir da gefahren, Esskastanien. Und da habe ich auch in einem Dorf einen Honig gefunden und der hatte tatsächlich Walnüsse drin. Sieht da ja, was man an sich so alles erinnert. Da kommt das, also wunderbar, sehr schön. Das freut mich immer. Also lecker was zu essen und parallel auch noch Tourerinnerung. Besser geht's gar nicht. Und jetzt kommen wir genau nämlich zu diesem Punkt, was, ja. Der Samuel hat offensichtlich, mal gucken, ob wir, also es sind zwei Dosen drin, wir wollen jetzt hier nichts verheimlichen, ja, beziehungsweise drei sogar, was sehe ich denn hier? Achso, das ist die Propolis-Trinktour, okay, ein alkoholischer Propolis-Extrakt, das ist das, was er draufgeschrieben hatte, ja, also vielleicht ist der Samuel doch Imker, man weiß es nicht, ja, aber hier ist eine ganze Menge Imker drin und auch natürlich alles regional, dürfte ich aus derselben Ecke kommen. Ich werde das, sobald ich wieder Internet habe, mein neues Datenvolumen fängt gerade jetzt an. Ich habe die ganze Tour-Reportage, der Abenteuer-Reportage hochgeladen natürlich, ja. Deswegen ist es ja mal aufgeraut. Und jetzt haben wir hier zwei kleine Dosen. Einmal Insektenschutz und einmal Schuhpflege. So, Schuhpflege, so wie das aussieht, ist das hier. Also ich lese mal vor, was drauf ist. Lanolin, Wollwachs, Bienenwachs, Kokosöl, Rizinusöl. Insektenschutz, Lanolin, Bienenwachs, Aprikosenöl, Turbamöl, Kokosöl, Rizinusöl. Woher kommt diese Assoziation? Der Samuel hatte mich auch gefragt, wir können das hier noch mal kurz nachlesen. Ich stelle ja auch mal eigenes Schuhwachs her. Ja? Und zuletzt noch die eigen hergestellte Schuhpflege und Insektenschutzcreme. Vielleicht kannst du mir, wenn du Zeit und Lust hast, Tipps geben, wie ich die Schuhpflege weicher bekomme. Beim Insektenschutz bin ich mir nicht wirklich sicher, ob der wirklich etwas bringt, aber zumindest riecht er ehrlich. Nun, ob der Insektenschutz etwas bringt, das kann ich austesten. Wobei es jetzt zu dieser Jahreszeit hier schwierig ist. Ich habe noch eine Ecke, wo wir in jedem Fall testen könnten, ob er was... wäre jetzt aber nicht aussagekräftig. Die meisten Insekten sind gerade noch im Winterschlaf. Ne? Aber ich hätte eine Ecke, wo mich durchaus was bevölkern könnte. Ich würde noch ein paar Wochen warten, um das mal ein echtes Feedback abzugeben. Denn es müsste zumindest Teebaumöl und Nelken. Der Klassiker, was ich vorgelesen hatte, das dürfte in jedem Fall für einen Insektenschutz sprechen, der hier drin ist. Und oh ja, es riecht genau wie Weihnachten, nach Nelken natürlich. Ja, also das ist ein wunderbarer... Hat er sich schön Gemühe gegeben, in die Dosen abgefüllt. Ja? Und jetzt müsste ich eigentlich meine eigene. Ich glaube, wir cutten das gleich nochmal mit dazu. Ja? Oder, nein, das ist Quatsch. Ich stelle ja mein eigenes Wachs her. Ja? Hatte ich in einem Ledervideo bei mir gesagt, aus jahrelanger Erfahrung. Das heißt, ich habe an diesem Wachs wirklich mehrere Jahre rumgetüffelt. Immer wieder eine Rezeptur verändert, dennoch mal was zugelassen, wieder weggenommen und so weiter und so fort. Und... Im letzten Jahr habe ich das im Zuge meines Ledervideos offiziell gemacht und habe gesagt, wer das haben möchte, kann davon auch, frag mich und so weiter. Ja, und tatsächlich war die Resonanz so groß gewesen, es war alles denn weggekauft worden von meinen eigenen Vorräten. Ich lagere das bei mir an der Tiefkühltruhe, waren mehrere Dosen, ich weiß gar nicht, wie viel ich da über hatte, aber es war ein kleiner Haufen. Und habe dann natürlich jetzt neue gemacht. Zum Jahreswechsel habe ich eine neue Rezeptur angesetzt, habe jetzt auch Aufkleber, so wie es auch der Samuel ja hat, entsprechend vernünftig bestellt mit den Inhaltsstoffen, mit einem Produkt von mir. Und das werdet ihr dann jetzt offiziell bei mir in den Verkauf mit einbringen, so dass das jeder offiziell haben kann und mich nicht extra anschreiben muss in hintenrum, sondern dass das ganz normal über den Shop läuft und so weiter. Ja, so das wäre zumindest meine Vorstellung. Und der Samuel hat jetzt offensichtlich auch ein eigenes gemacht und möchte jetzt natürlich wissen, wie... Also hat er gesagt, er möchte wissen, wie er das ein bisschen weicher bekommt. Jetzt haben wir es natürlich, da muss ich sagen, da würde die Nummer jetzt ein bisschen unfair sein. Denn wir haben es jetzt heute 1 Grad plus, das heißt, es ist kalt. Ich sag dir, das Paket stand auch bei mir schon im Kalten drin, vielleicht im Flur 3 Grad. Und jetzt steht es schon eine Weile draußen. Das heißt also, wir haben hier nahezu Frost an den Dingern. Das jetzt hier kann ich jetzt live in der Kamera leider keinen Test machen, weil das wäre natürlich Quatsch. Das wäre bei jedem Produkt so, auch meinem eigenen, wäre das jetzt deutlich härter gewesen. Wir können jetzt mal schauen, weil ich ja durchaus ein Feedback geben kann. Es ist gar nicht so hart, wie ich es jetzt dachte, weil er hatte geschrieben, ob er noch ein bisschen weicher bekommt.
Wir müssen, sollen wir das mal in ein anderes Video bringen? Das würde ich mal in ein anderes Video bringen. Was haltet ihr davon, wenn ich mal einen Vergleich mache zwischen Made by Samuel und Made by Dominik? Ja? Und natürlich kann ich jetzt in die Kamera live, also das könnte ich schon, aber das werde ich ganz bestimmt nicht machen, weil ich natürlich an diesem Wachs sehr lange gesessen habe. Und da steckt eine ganze Menge Entwicklungsarbeit und vor allen Dingen Kosten drin. Und was die Kosten angeht, alleine um für mich so eine kleine Dose fertig rauszufinden, habe ich einen gut dreistelligen Betrag tatsächlich investiert. Über die Jahre halt hinweg, bis ich das Produkt so fertig hatte. Ja? Und natürlich kann man sich vorstellen, kein Mensch verrät irgendwo, ihr kriegt ja auch nicht von Coca-Cola das Rezept oder Miraculix hat auch nie gesagt, was in einem Zaubertrunk genau alles enthalten ist, logischerweise. Ja? Von daher werde ich das nie in die Kamera sagen, was in wie welchen Anteilen drin ist. Aber ich kann dem Samuel durchaus, das werde ich auch tun, ein Feedback geben, was, wenn ich mir jetzt die Inhaltsstoffe anschaue, sind die natürlich ziemlich ähnlich wie bei meinen und auch so ein Klassiker, was man drin haben kann, durchaus. Man muss sagen, wenn man das, wie gesagt, in Bio herstellt, ja, üblich ist Schuhwachs, Lederpflege zu 90% am Markt gestreckt mit irgendwelchen Glycerin, Erdöl, Raffinerie, Chemieprodukten und so weiter. Hatte ich gesagt, wer dazu mehr wissen will, schaut sich mein Ledervideo an. Davon halte ich praktisch gar nichts, das benutze ich auch nicht. Meine Eigentum ist 100% Bio. Wenn das hier vom Samuel drinsteht, was hier drauf ist, das ist auch 100% Bio. Ja? Also zumindest mit dem Begriff Bio bin ich vorsichtig, weil der gesetzlich in der EU geschützt ist. Den darf man nur benutzen, zumindest wenn man nach der offiziellen Definition geht, wenn man die Nachweise 100% per Zertifikat bringen kann. Würde ich jetzt auf mein Produkt Bio schreiben und ich kaufe die Sachen natürlich ein, dann dürfte es durchaus jemandem freistehen, einen dafür abzumahnen, ja? Weil wenn ich nicht per Herstellerzertifikat 100%ig garantieren kann, wo das herkommt. Ja, und die Nummer ist sehr schwierig. Das ist mir zumindest ein heißes Eisen. Ich kenne die Quellen, ich weiß, woher sie sind. Man muss allerdings auch sagen, dass sich heutzutage nicht jeder mit einem Zertifikat schmückt und meiner Meinung nach es auch nicht muss, weil das, weil die Dinger ganz einfach auch nur eingekauft sind. Das heißt, wenn ich jemanden dafür bezahle, dass dieses Zertifikat, ob das jetzt hier von dem oder dem irgendein Öko-Standard ist, was auch immer, dann gehe ich halt zu dieser Vereinigung hin, bezahle die entsprechend mehr oder weniger, kriegst du eine kleine, der prüft einer nochmal drüber, hast du, und dann habe ich dieses Zertifikat. Ja. Ich halte davon praktisch rein gar nichts. Ja. Das ist wie Titel auf dem Papier, nichts wert. Für mich zählt das Können, das Wissen, der Hintergrund, ne? In diesem Fall die Herkunft. Ja. Und daher lege ich keinen Wert, sondern mir ist es wichtig, dass der Lieferant für mich seriös ist. Das ist viel wichtiger. Und wenn er aus irgendwelchen Nummern kein Zertifikat bekommt, weil, tja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber weil da vielleicht Dinge hinterstecken, mit denen er nicht einverstanden ist, was ich durchaus verstehen kann, dann kann ich ihn auch sehr gut verstehen. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen kompliziert die Nummer, aber das Bio-Öko-Siegel, da kann man ein eigenes Video zu machen. Zumindest das ist der Grund, warum ich bei mir nicht Bio draufschreibe, obwohl ich weiß, es ist 100% ökologisch und kenne die Herkunft. Ja? Und genau das wollte ich ja damit sagen. Es ist beim Samuel offensichtlich ähnlich der Fall. Und ich werde dir jetzt, Samuel, ein Feedback geben. Ich mache das per E-Mail und dann gucken wir mal, ob wir dazu noch ein Video machen, wo wir jetzt die beiden Wachse mal miteinander vergleichen. Da müssen wir jetzt natürlich die gleichen Bedingungen machen. Ja, also entweder wir testen sie jetzt beide bei dieser Temperatur, womit ich theoretisch kein Problem hätte. Aber da ist jetzt die Frage, wie aussagekräftig ist das jetzt, sage ich mal, für die große Masse der oder für die meisten der Zuschauer, die ihre Schuhe doch eher wahrscheinlich drin im Warmen einwachsen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, man müsste es einmal bei einer Temperatur von, sagen wir mal, 15, 20 Grad machen und dann, dazu wird es ein Video geben, der Abenteuerreportage ist noch nicht veröffentlicht, aber dauert noch ein bisschen diese Folge, wo ich tatsächlich im Jämtland meine Schuhe mit meinem Schuhwachs einwachse und es sind genau diese Temperaturen, die wir heute hier auch haben. Ja, und dann seht ihr, wie das aussieht, was dann passiert. Also könnt ihr einfach auf dieses Video warten. Ja, und dann machen wir das so, wie ich das schon angekündigt habe. Ich werde dem Samuel hier natürlich persönlich ein Feedback geben, per E-Mail schreiben, was ich davon halte, beziehungsweise wenn ich es selber ausprobiert habe. Das ist der Punkt. Ich muss es erstmal testen. Und das Einzige, was jetzt zum Testen wäre, wäre der hier. Ja, alle anderen sind bei mir gerade frisch gemacht, da ich ja, wie gesagt, auch eine neue Tinktur von mir angemixt habe und das dann immer gleich nutze, um den Topf auszukratzen, um natürlich meine eigenen zu machen, logischerweise. Ja, das heißt, ich
werde das benutzen, Samuel, in jedem Fall, und gebe dir dann per E-Mail ein Feedback. Ja, das wird allerdings ein paar Tage dauern, bis ich das jetzt... gib mir mal 2 Wochen Zeit. Ja, denn logischerweise, ich schmier das nicht ein und sage, alles toll, das erwarte ich auch nicht, dass das jemand von meinen Produkten macht, sondern ich renne damit erstmal durch den Busch. Ja, wir gucken uns das an, indem ich mache also sozusagen ein kleines Review über deinen Bienenwachs und gucken mal dann im Vergleich, wie das zu meinen ist, und werde auch auf deine Frage eingehen, wie du es möglicherweise ein bisschen flüssiger bekommst. Es ist ja kein Bienenwachs, sondern es ist eine Lederpflege, ein Schuhwachs mit dem Bienenwachs als Anteil. Ja? Und es gibt ja gewisse Wachse, die eine entsprechende Härte haben, und dann gibt es gewisse Öle und Fette, wo man das in einem entsprechenden Verhältnis zusammenmischen möchte. Damit weiß man wahrscheinlich, wovon ich rede, ja, aber für alle anderen jetzt erklärt, dass es zumindest eine Konsistenz bekommt, die man noch verarbeiten kann. Denn logischerweise, das Ding, ja, kannst du dir ganz schlecht auf den Schuh schmieren. Das geht zwar auch, ja, aber es zieht praktisch nicht groß ein. Ja? Also muss man, das ist nämlich die Kunst daran, dass man das Verhältnis so zusammenmischt, dass es verarbeitungsfähig ist, aber dennoch, und das war zumindest mein Anspruch, will man eine maximale Schutzwirkung haben. Das heißt in diesem Fall sowohl eine nässeabweisende Wirkung durch den Wachs, als auch eine intensive Pflege durch die Fette, die mit und teilweise Öle drin enthalten sind. Das ist nicht ganz einfach, und da muss man sagen, wenn es jeder könnte, dann wird es wahrscheinlich auch wieder herstellen, also viele selber herstellen. Das ist also, ne, ein bisschen mit Erfahrung und Können verbunden, und da muss man natürlich zu sagen, auch zu dem selber herstellen. Man kann sich kleine Abpackungen kaufen, und wer das jeweils mal selber gemacht hat, das heißt, von dem und dem was einzukaufen und dann das selber herzustellen, da wird feststellen, dass das Endresultat, auch wenn es nur eine kleine Dose ist, doch relativ teuer in den Zutaten gewesen ist, logischerweise. Und je nachdem, was man denn für Zutaten in dieses Lederding reinhaut, ist es denn so, dass das Bienenwachs tatsächlich noch die kostengünstigste Komponente daran gewesen ist. Ja? Also ich habe in meinem, mache ich nochmal ein separates Video zu, verständlicherweise, auch etwas drin, was sehr teuer ist. Ja? Und da sage ich dann zu jedem, naja, wenn du meinst, du musst meins ja nicht kaufen, du kannst es ja gern selber machen. Und wenn er dann aber feststellt, dass es die eine oder andere Komponente gar nicht in kleinen Abpacken bekommt, sondern da kannst du erst ab Kilopackungen aufwärts und dieses von diese, sagen wir mal, würdest du das in einem Kilo-Behältnis bekommen, dann würdest du nur eine Messerspitze davon abmachen, um in deinen reinzumachen. Und dann seht ihr, wie viel man da eigentlich denn anrühren muss, ja, damit das Ganze überhaupt, damit man das Ganze überhaupt benutzt. Ja, und so eine Masse stellt ja zu Hause kein Mensch her, und dann diese Arbeit zu machen, also was will ich damit sagen, das ist möglicherweise nicht für jeden geeignet, das herzustellen. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Von den Stoffen, wie gesagt, vom Kostenpunkt und dann von den Mischungsverhältnissen, so dass es auch Sinn macht, sie zusammenzustellen. Ja. Aber ich will jetzt nicht, wir haben jetzt, glaube ich, schon genug Werbung gemacht für mein eigenes Produkt. Ich habe jetzt auch Werbung gemacht für Samuel, sein Produkt, aber das war erst noch testen müssen. Ja, und dann haben wir hier in jedem Fall, wenn ich das jetzt mal so resümieren, zusammenfassen darf, ein reines Bienenpaket bekommen. Ja, also darf man das so sagen? Ja, es ist hier lecker vom Imker, ein super teurer Honig. Bin ich mir sicher, dass es ja nicht gerade günstig gewesen ist. Ja, was übrigens ein vernünftiger Honig auch nicht sein sollte, ja, oder sein muss, sagen wir es mal so. Das war Wachs, ich habe ja auch, hatte ich ja gesagt, Bienenwachs, ja, also meine letzte Charge habe ich aufgebraucht, da habe ich allerdings 15 Kilo gekauft, ne? Da würde das jetzt fast schon untergehen drin, ja? Also würde ich das jetzt dazu mixen. Das heißt, ich bin nämlich auch noch genauso, das ist nämlich auch so eine kleine Gemeinsamkeit zum Samuel, der mir hier seinen Insektenschutz mitgebracht hat, und hier ist ja sozusagen auch Bienenwachs drin, ja. Bin ich am Testen an einer, bin ich gerade dran an einer universellen Hautcreme. Bin ich natürlich aus meinem einen Wachs herausgekommen, weil ich dieses Wachs im Endeffekt auch für Ila benutzt habe zur Pfotenpflege. Ja, ich würde das jetzt nicht so offiziell deklarieren, aber man kann es durchaus machen, weil die Zutaten, Inhaltsstoffe sind genau das, was praktisch für die Pfote wunderbar ist. Ja, also zumindest meine Inhaltsstoffe. Werde denn nochmal im Video darauf eingehen. Und daraus habe ich mir gesagt, naja, dann machst du doch mal was Kombiniertes für Mensch und Tier. Und in diesem Fall habe ich mit dem Bienenwachs mir unterwegs auch die Hände eingerieben. Ja, auch das hat wunderbar, also was ist Bienenwachs mit meinem Schuhwachs, ja, wo ja Bienenwachs mit drin ist, aber auch noch sehr viele andere Öle, Fette. Und
Und daraus bin ich jetzt gekommen, mir eine eigene Creme herzustellen. Ich gehe sozusagen unter die Kosmetika, die für Mensch und für Hund geeignet ist zur einfachen Hautpflege. Das heißt für mich hauptsächlich die Hände, also keine Gesichtscreme oder so. Hände, Füße und für Ila seine Füße. Und ja, genau. Und dafür würde ich jetzt, Samuel, auch genau dieses Wachs mit benutzen. Ja, also es erfüllt denn tatsächlich auch den Anwendungszweck. Ich bin allerdings noch am Ausprobieren und das dürfte noch eine Weile dauern. Ne? Also wenn ich das schon mal, ich habe das noch gar nicht erwähnt, wäre das jetzt eine Premiere. Aber ich hatte damals auch erwähnt, dass ich zu meinem Lederschuh innen, zu meiner Lederpflege, noch eine Innenpflege für die Schuhe mache. Und auch da habe ich schon etwas, aber ich bin noch nicht 100% zufrieden. Was will ich damit sagen? Dieser Produktentstehungsprozess dauert. Der dauert. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Haut- und Hundecreme, dann ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass noch dieses Jahr damit fertig werde. Ich würde es versuchen, aber versteht er denn? Für mich sind mal die Testzeiträume am wichtigsten. Was zusammengemischt, das ist mal ganz fix. Aber der musste das über einen entsprechend langen Zeitraum testen. Ich schmiere mir nicht einmal die Hände damit ein oder Ila die Füße und sage, ey, alles wunderbar, super, verkaufen wir. Ja, ich weiß, das ist die gängige Taktik, wie man das heute macht. Aber ich hatte vorher einen Job aus der Produktentwicklung und Überprüfung in der Qualitätssicherung. Ja, man kann sich also vorstellen, wenn ich etwas rausbringe, dann ist das lange genug durchtestet worden. Und das entspricht ja auch meinen eigenen Produkten, wo schon der eine oder andere jedenfalls länger drauf wartet, wo ich das an, Mensch Dominik, wann kommen denn eigentlich deine Messer? Ja, alles mit der Zeit, wenn ich 100% sagen kann, das ist es, so dass da auch nie irgendwer kommt, ja, aber so ein Scheiß, was ist denn das, funktioniert nicht, taucht nichts, die Creme klebt nicht, zieht nicht richtig ein, wisst ihr, ja. Gut, dann haben wir jetzt eine ganze Menge dazu erzählt. Die Zeit ist zumindest so weit rum, dass es hier relativ dunkel ist. Ich hoffe, das funktioniert mit der Belichtung. Wir haben ein wunderschönes Bienenpaket vom Samuel bekommen. Und wie gesagt, es ist in jedem Fall was für den Ila dabei. Ich lasse ihn jetzt nicht hier an dem Wachs knabbern, aber er kriegt in jedem Fall Nüsschen. Für Nüsschen, guck mal, Ila, willst du hier einen kleinen Superschmack-Nüsschen haben? Ja, das ist was für den Ila, ne? Das heißt, Ila kriegt ein Nüsschen mit Honig ab. Ne? Also du hast in jedem Fall auch an den Ila gedacht, auch wenn es dir jetzt nicht bewusst gewesen ist. Insofern bedanke ich mich bei dir für dieses wunderschöne Paket. Ja, es, alles hilft, das muss man immer zu sagen. In meiner Situation ist es tatsächlich nicht übertrieben und ich halte mich hier tatsächlich noch zurück. Ja? Tja, und dann bin ich jetzt schon, ich hätte fast gesagt, gespannt, in jedem Fall hungrig auf mein Frühstück. Vorher gehen wir natürlich noch eine kleine Runde mit Ila, bevor es hier ganz dunkel ist und der Jäger wieder aktiv. Insofern, recht vielen Dank, Samuel. Vielen Dank an alle Zuschauer, die sich ein bisschen unterhalten haben lassen von uns jetzt hier am Nachmittag nochmal. Und wie immer, wenn ihr nicht gerade zufällig irgendwo vor der Glotze in die Röhre schaut, wünsche ich euch viel Spaß draußen.